Hallo Anders, Löwe-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenkt, es ist allgemein, es ist kollektiv und es kann nicht auf jeden zutreffen. Und jetzt schaue ich erstmal, was die Grundbotschaft ist für die kommende Woche, für den einen oder anderen Löwen. Was ist die Grundenergie? Neuanfang fällt hier schon mal raus. Mit dem Kind. Es kann natürlich auch manchmal um ein Kind gehen, nein. Es geht hier um eine Trennung, eine Blockade, eine Selbstisolation, um Ausgrenzung, eine Auszeit, die beendet wird. Wie geht es dann weiter? Eine Auszeit, die beendet wird und eine Verwicklung, die hier gelöst werden möchte. Ja, nun ist es natürlich so, dass manchmal die Energie, der Impuls da ist, ja, ich möchte jetzt gerne in einen Neuanfang reingehen. Das dann beschließt, dich hier aus deiner Trennung, aus deiner Isolation rauszubewegen, dich quasi wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Aber es kann auch sein, dass hier tatsächlich noch etwas Altes ist, was noch gelöst werden muss. Ja, dass hier nochmal eine Diskussion reinkommen kann mit einer Person oder auch manchmal eine Konfrontation mit der Ursache. Hier ist generell etwas Falsches, eine Verwicklung kann es natürlich genauso sein. Es bedeutet aber auch Heilung. Ja, die Schlange häutet sich, sie kann sich heilen, in Anführungszeichen, und dementsprechend Konflikte auch rausnehmen, lösen. Die Schlange kann sich natürlich auch durch bestimmte Dinge durchwuseln, ja, wo andere Menschen vielleicht nicht durchkommen. Hier ist eine schöne Abschlussenergie drin. 9 der Schwerter, Abschlussenergie generell, das ist so die innere Aufarbeitung. Ja, ist manchmal auch Reue. Ich bereue es, dass ich das getan habe. Aber es gibt dann diese Kehrtwende. Ja, klar, im ersten Moment ist es Reue. Verdammt, warum habe ich mich auf diese falsche Person eingelassen? Oder verdammt, warum habe ich diesen Job eigentlich gemacht? Aber es ist dann der Wandel, zu sagen, okay, shit happens, es ist passiert, ja, du übernimmst jetzt Verantwortung für die Dinge, die passiert sind. Du bist auch in der Lage, neue Kraft wieder einzusetzen. Du hast dich hier lange genug ausgeruht. 10 der Stäbe. Eine, ja, Konzentration, die jetzt wieder stattfinden kann. Verantwortung übernehmen und natürlich auch dementsprechend der Aufstieg in eine höhere Ebene. Und da haben wir die Altlast, die noch geklärt werden muss. Der Teufel. Das ist deine Vergangenheit. Das sind deine Abhängigkeiten. Das sind die Dinge, vor denen du dich immer wieder versteckst, die dann auch dementsprechend dein Herz blockieren. Ja, die Fäden, in denen du gefangen bist und die rausgelöst werden müssen, damit du wieder Feuer reinbekommst. Wir haben hier den Pagen der Kelche. Das steht für, ja, für freundliche Gesten, für Hilfsbereitschaft, natürlich auch mal für die Liebeserklärung. Wie wäre es denn, wenn du jetzt dir selbst mal diese Liebeserklärung übermittelst, ja, für dich selbst, für das, was du alles schon gemeistert und geschultert hast? Es kann durchaus sein, dass du jetzt hier deine eigenen Kelche mal wieder erkunden kannst. Mit den 8 der Schwertern dich von deinen alten Zwängen befreist. Wie gesagt, der Teufel hält dich gefangen, deine Vergangenheit hält dich gefangen, hält dich in Fäden. Du bist eine Marionette deiner Vergangenheit. Und um das nicht wieder neu durchmachen zu müssen, heißt es ja hier auch Heilung. Es ist möglicherweise die Konfrontation mit dir selbst, dich hier aus deinen Zwängen zu befreien. Du schaust hier schon im Endeffekt in Richtung Mond und wir haben hier so einen kleinen Kolibri mit Herz, der dich im Endeffekt, ja, der dir etwas zuflüstert, ja, ist eine Art der Kommunikation. Und hier mit dem Mond deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Träume, all das, was gelebt werden möchte. Aber auch wieder hier die Frage, sind es wirklich deine Wünsche oder ist es nur eine Maskerade? Es geht ja um deine eigenen Wünsche. Und dafür ist eine gewisse Art der Selbstliebe auch notwendig, weil Selbstliebe bringt dich auch voran. Du bist es dir selbst wert. Also haben wir hier nochmal die Energie der Besinnung. Es ist eine Rückzugsenergie mit den 4 der Schwertern. Eine gewisse Art der ein gewisser Aufschub, gar keine Frage, aber ein notwendiger Aufschub, um deine Gedanken neu zu ordnen.
damit du mit der Sonne in die Energie zurückfindest. Du bist ja nun mal Feuer. Und dementsprechend brauchst du Feuer. Auch die Sonne steht für Heilung. Die Sonne steht für neue Energie, die reinkommt und die auch dafür sorgt, dass es einfacher wird für dich. Sodass du auch in der Lage bist, Dinge wieder einfach zu machen. Ohne groß darüber nachzudenken und zu grübeln und zu überlegen und dir irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Du machst es dann einfach. Eine hätte ich gerne noch, liebes Universum. Ja, sehr schön. 4 der Stäbe. Mit der Einfachheit kommt hier auch die Offenheit zurück. Es ist dann Klarheit geschafft. Es ist wieder so, dass du in deiner eigenen Identität zurück bist. Wie gesagt, Selbstliebe, alte Zwänge und deine Träume möchten gelebt werden. Es geht um deine eigene Identität. Schöne neue Woche.